Wunderbar, liebe Brüder, grüße euch. Ich darf heute von der Sonntagsversammlung berichten, von der Kollegiumssitzung und von unserem Treffen. Und wir haben heute eigentlich keine Besprechung, keine Klasse gehabt, sondern die Besprechung zum Betreuen hat die Klasse im großen Umfang in Anspruch genommen. Und es gab eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt war, dass wir als Kollegiumspräsidentschaft nicht wirklich zufrieden sind, und das kriegen wir auch von euch mitgeteilt, mit dem Niveau, wie das Betreuen funktioniert. Ich möchte da in Erinnerung rufen, dass es unser Auftrag ist, Christi Auftrag an uns, die Schafe, seine Schafe, seine Kinder zu nähren und zu unterstützen. Und das bedeutet, dass wir jeden, der in unserer Gemeinde dazugehört, dass wir dessen seiner bewusst sind oder ihrer bewusst sind, dass sie wissen, dass wir an jeden denken und dass wir auch denen helfen und sie geistig, aber auch normal, also in den menschlichen Anliegen helfen, betreuen. Und das funktioniert vielleicht nicht so gut, wie wir es uns als Präsidentschaft wünschen. Wir haben dafür empfohlen, dass die Familien, dass die Betreuer ihre Familien einmal pro Monat kontaktieren, damit hier eine Regelmäßigkeit da ist. Wir wollen ein Vertrauensgefühl schaffen. Wir wollen auch die Familien einladen, dass sie sich wohlfühlen, mit ihren Betreuern zu sprechen. Wir haben auch bemerkt, dass man manchmal nur auf die dringenden Situationen eingeht und dass die normalen Aufträge oder die Familien, die keinen Betreuungsbedarf haben, dann auch nicht betreut werden. Das also scheint eine Strukturschwäche zu sein. Wir haben auch gesprochen, dass die regelmäßigen Nur-Besuche auch sehr wichtig waren und dass die teilweise fehlen oder ganz fehlen. Die Klasse war ein bisschen insofern interessant, als dass eben nicht alle damit einverstanden waren mit unseren Empfehlungen und wir uns auf Folgendes geeinigt haben. Wir werden als Präsidentschaft rigoros die Interviews führen. Und so haben wir gesagt, wir werden die in Person führen, am Sonntag nach der Kirche, jedes Betreuungspaar mit einem Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft. Wir bitten euch, dass ihr dann kommt. Und wir werden versuchen, dass wir jede Person, die uns anvertraut ist, zumindest einen Plan haben, wie wir die betreuen und im Rahmen unserer Aktivitäten, unserer Verpflichtung, die Schafe, die Kinder Gottes zu weiden und zu betreuen, dass wir das erreichen in Wiener Neustadt. Ja, das ist die Zusammenfassung und das lasse ich bei euch und bedanke mich für euer Kommen. Dankeschön.